Hallo liebe Geekit-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version Geekit 6. So, in diesem Video möchte ich euch die Installation von Geekit 5.99 hier unter Windows zeigen. Dazu habe ich mir die Lite-Version runtergeladen. Doppelklick drauf, wir wollen das installieren, also mit Ja beantworten die Windows-Sicherheitsabfrage. Dann kommen wir hier in den Willkommensbildschirm. Die Bibliotheken sind hier eh schon abgehakt, werden nicht mit installiert, weil sie ja bei der Lite-Version nicht mit implementiert sind. Das gleiche gilt für die Hilfedateien, trotzdem sind wir hier schon in der deutschen Oberfläche. Und wir lassen das alles hier so, wie es vom Standard her eingestellt ist und gehen auf Weiter. Das Programm wird dann in C-Programm-Files KiCad 5.99 installiert. Das geht dann auch unter der Lite-Version relativ fix, da die Footprint-Bibliotheken und Symbol-Bibliotheken etc. nicht mit installiert werden. Damit sind wir fertig. Für alle, die auch noch FreeCAD nicht installiert haben, installiert auch das FreeCAD mit, um dann auch mit FreeCAD arbeiten zu können. Dazu hatte ich ja unter der KiCad-Version 5 Tutorials genügend Videos gemacht, wie man mit FreeCAD arbeitet. Also wer das braucht, hier mit anhaken, dann würde das jetzt mit runtergeladen werden und installiert werden. Das lassen wir an der Stelle mal weg, hier für dieses Tutorial. So, fertigstellen, damit wären wir durch. Dann habe ich mir hier unter C Benutzer, Benutzername, einen Ordner KiCad 6 angestellt oder erstellt. Da werden wir dann in Zukunft unsere Projekte drin bearbeiten und auch alle weiteren Downloads, Footprints etc. speichern und mit Rechtsklick in Bibliothek aufnehmen, neue Bibliothek erstellen, habe ich mir automatisch gleich eine Bibliothek erstellen lassen und ihr seht sie jetzt hier, ist dann also eine KiCad 6 Bibliothek entstanden und ich kann jetzt hier im Explorer auch automatisch von jeder Seite aus immer direkt hier drauf arbeiten oder drauf zugreifen auf diesen Ordner. Und in diesem Ordner habe ich mir jetzt hier mal einen Ordner GitLab erstellt. Hier kommen natürlich noch einiges weiteres dazu. Das zeige ich dann in den nächsten Videos. Und hier also GitLab, wo oder dieser in diesem Ordner sollen jetzt die Footprint- und Symbolbibliotheken gespeichert werden. Das als nächsten Schritt. Dann können wir hier mal einen Doppelklick auf KiCad drauf machen. Wir werden jetzt gefragt, ob wir Einstellungen importieren möchten. Hier wurde keine vorherige Version gefunden, weil ich dieses Windows hier neu installiert habe und hatte da die KiCad 5 Version nicht mit installiert, da ich hauptsächlich unter Linux arbeite und deshalb hier Standardeinstellungen. Wer jetzt hier ein KiCad 5 schon installiert hat, bitte keine Einstellungen importieren, nichts importieren, sondern hier mit den Standardeinstellungen starten. Das ist ganz wichtig, sonst übernehmt ihr unter Umständen Einstellungen aus KiCad 5, die euch im späteren Verlauf dann auf die Füße fallen könnten. So, mit OK bestätigen, dann sind wir hier in diesem neuen schicken KiCad 5.99. Die Symbole hier, die Icons, alle neu designt. Und als erstes möchte ich euch hier mal in die Einstellungen entführen. Wir haben jetzt hier die Pfade, die wir konfigurieren müssen. Und im Gegensatz zur Linux-Version, wo sich hier die Pfade nicht ändern lassen, kann ich interessanterweise jetzt hier im Windows diese Pfade ändern. Ich kann also jetzt hier auf meinen Benutzernamen gehen und gehe hier in den KiCad 6 Ordner hinein und wähle jetzt hier mal den GitLab Ordner an. Ich kann jetzt, hier kommt keine Fehlermeldung, ich kann das speichern, ich kann auch das Programm beenden und noch einmal neu starten und ihr seht, hier wird im Gegensatz zur Linux-Variante wird dieser Ordner übernommen. Der bleibt also hier drin bestehen und wird nicht wieder mit den Standardeinstellungen überschrieben, wie das unter Linux Mint der Fall ist. Das ist ganz interessant, das ist ein interessantes Verhalten hier. Das bedeutet aber auch für die Nutzer von Windows, dass ihr eure
Footprint-Bibliotheken in diesen GitLab-Ordner hinunterladen könnt, reinladen könnt, auch die 3D-Modelle reinladen könnt, und ihr braucht hier keine extra Variablen noch anzulegen, sondern ihr könnt dann hier entsprechend die Pfade anpassen und habt dann sofort Zugriff auf die Symbole. Wie wir das dann im Einzelnen machen, das zeige ich dann im nächsten Video. Ich werde mir dann jetzt mal als nächsten Schritt die Symbole und die ganzen Bibliotheken herunterladen und das eine oder andere Beispielprojekt und meine eigenen Libraries aus Linux hier rüberziehen, und dann zeige ich euch die weitere Konfiguration hier im Windows. So, das soll es dann an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit KiCad und bis demnächst. Tschüss.